Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier auf der Hof Bergmann Reloaded. Heute bereits die dritte Folge für den Bergmann Freitag. So, wir laden unser nächstes Kfz auf mit Kompos. Weil, haben wir heute schon zwei Folgen gemacht, Hof Bergmann. Und da haben wir eben angefangen, man sieht den Kontostand rechts oben. Wir haben angefangen, Sachen zu verkaufen. Ich habe den alten Drescher verkauft, ich habe Grassamen verkauft. Jetzt sind wir eben noch, oder bin ich eben drauf gekommen, jo, hier liegt eigentlich noch sehr viel Zeug rum, lass das mal verkaufen, weil uns fehlt noch ein bisschen was zu unserem Produkt, also zu dem Produkt, was ich gerne kaufen möchte an Drescher. Und ja, deswegen habe ich gesagt, okay, wir werden erstmal jetzt ein bisschen Kompos verkaufen. So, der Tankwagen mit dem Wasser ist auch hier oben am Grasding jetzt angekommen. Ah, nicht am Gras, am Gemüseding jetzt angekommen, sehr gut. Da müssen wir gleich ein bisschen was aufteilen. Und dann wollte ich nochmal ein ganz kurzes Wort zu den VIPs sagen. Erstmal natürlich danke an alle VIPs, die den Kanal unterstützen. Wer auch den Kanal unterstützen möchte, weil ich es immer mehr in den Kommentaren gelesen habe, wie mache ich das? In der Videobeschreibung ist ein Link, da steht oben VIP werden. Da kommt ihr auf YouTube Gaming und dann müsst ihr nur rechts dann VIP werden anklicken. Und dann läuft das. Kostet 4,99 € im Monat. Wer das machen möchte, sehr, sehr gerne. Freue ich mich natürlich drüber. Ist kein Muss. Deswegen gibt es trotzdem gleich viele Videos, wie, also wenn ihr das nicht machen würdet, weil ihr habt keinen Vorteil dadurch. Ihr seid eben nur ein Unterstützer dieses Kanals und ja, das ist es eben. VIPs sind bisher der Holger, Dankeschön Holger, der Markus Steinmetz, der Mario D., der Paul W., der Martin B. und der Markus B. So, Dankeschön Jungs, vielen, vielen, vielen Dank. Das freut mich extrem. Und ja, wenn weitere dazukommen sollten, werde ich es natürlich jedes Mal vorlesen. Ich habe es jetzt ein, zwei Mal vergessen, deswegen habe ich es nochmal alle genannt. Und ja, ich freue mich da wirklich extrem drüber. Ganz, ganz, ich habe mir auch, vielleicht überlege ich mir noch was, dass ich was Spezielles mache. Aber da bin ich noch nicht ganz, ganz sicher. Beziehungsweise ist mir das noch ein bisschen zu abgehoben, was ich vorhabe. Aber vielleicht lasse ich mir da was anderes einfallen. Wenn ihr Vorschläge habt, was vielleicht so ein VIP mehr haben könnte auf diesem Kanal, ne? Könnt ihr mir das gerne in die Kommentare reinschreiben. Ich habe mir schon überlegt, wobei ich finde das, ach, ich weiß nicht, ob ich das so machen kann. Ich habe mir überlegt, ob ich Mottenlisten für VIPs freigeben soll, weißt du? Aber ich bin mir nicht sicher. Ich muss mal gucken, weil es ist halt echt Schweinearbeit, diese Modlisten zu machen, immer aktuell zu halten. Und wenn ich jetzt sage, okay, ich habe jetzt da 5, 6 Leute, die jetzt VIP sind, dann gebe ich denen die Liste und gut ist. Muss ich gucken, wie es ist. Ich kann es noch nicht versprechen, ich sage jetzt nochmal gar nichts. Kann sein, muss nicht sein. Vielleicht habt ihr aber einen besseren Vorschlag und dann, ja, guck mal einfach mal, ne? Sie sollen schon einen Vorteil haben, weil sie haben natürlich, man muss einfach so sagen, es wurde einfach Geld in die Hand genommen, was ich jetzt, oh, hier liegt auch Müllsäcke, ne? Was ich überhaupt nicht als selbstverständlich beurteile und ich wirklich meinen Hut vor allen ziehe, die das machen möchten und gemacht haben, weil ich das wirklich eine geile Sache finde und ja. So, ganz wichtig, erster Anhänger wird voll gemacht. Nicht voll gemacht, wird verkauft, weil wir müssen Geld machen. Schaffen wir die 500? Yes, 500.000 haben wir. Sehr gut, dann fahren wir gleich wieder zurück zur Sammelstelle. Sammelstelle Hof, ne, wir brauchen Landhandel. Wo ist denn der Landhandel? Landhandel, Sammelstelle, hier. Wunderbar, das sind 64.000 gewesen. Alter Schwede, ist das viel Geld, ne? So, so, so. Wie sieht es denn bei den anderen Jungs aus? Wird noch aufgeladen, wie viel hast du noch? Ah, 75%, okay. Dann lass uns nochmal hochgehen, derweil zum Gemüsedingens. Da haben wir gerade ein bisschen Wasser hingebracht. Uppala. So, hier brauchen wir noch Kompost oder sowas, ne? Wasser ist drin, Mist oder Kompost brauchen wir noch? Das wird eher Mist werden, weil Kompost brauche ich zum Verkaufen tatsächlich. Also es wird eher Mist werden. Und da müssen wir auf alle Fälle noch eine Fuhre Wasser holen, weil das ist viel zu wenig, was ich hier habe. Viel zu wenig. Das reicht gerade so für einen Salat wahrscheinlich. Jo. Mehr aber auch nicht. Gut, während das hier passiert, werde ich nochmal gucken, was wir jetzt hier dran haben. Es ist irgendeine Kohlsorte, oder? Es sieht aber auch wie Salat aus irgendwie, ne? Wir gucken einfach mal, wer das jetzt nehmen möchte. Irgendwo wäre das Ding schon los, ich sag's euch. Boah, das war jetzt aber ein sportlicher Schwung. So, wir machen hier nochmal auf. Es sieht irgendwie alles gleich aus, möchte ich sagen, ne? Vom Symbol her. Weißkohl, Rotkohl, Kopfsalat. Also viel Unterschied ist da nicht. So, jetzt fahren wir hier mal rein. Gucken mal, ob das hier reingehört. Wow, 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 es wird immer noch schlimmer bei mir. Nö. Okay. Oh, nein, das wollte ich nicht. Das war jetzt wieder Zufall hoch 10. Ne? Dann muss es ja eigentlich Rotkohl sein, weil hier ist ja, glaube ich, Weißkohl. Dann muss es ja weiter vorne Rotkohl sein eigentlich.
So, aber jetzt, wenn du jetzt nicht hier reingehst, dann weiß ich nicht, was du bist, ne? Nach Tomatenpflänzchen. Alter, das wird nicht genommen hier. Jetzt mal ganz ohne Scheiß, ne? Moment mal. Das ist das hier. Das ist Weißkohl. Das sieht doch aus wie Weißkohl. So, wo war Weißkohl? Rotkohl. Weißkohl war da hinten. Vielleicht habe ich nur die falsche Stelle getroffen. Das kann auch sein. Okay, wir fahren nochmal zum Weißkohl zurück. Oder vielleicht muss ich die auch draußen irgendwo hinsetzen, weißt du? Vielleicht machen die das selber mit dem, ne? Nö, hier will aber keiner was haben vom Weißkohl. Warte mal. Hä, eigentlich müsste das so funktionieren. Oh. Oder nimmt das nicht, weil da zwei Paletten drauf sind? Kann das sein, dass er da rumspackt? Vielleicht muss ich auch weiter reinfahren, weißt du? Kann ich mir jetzt so nicht vorstellen, aber ich versuche es trotzdem mal. Nee, das möchte er hier nicht haben. Sehr, sehr komisch, ne? Das findet ihr wohl auch komisch. Ich hoffe, dass ihr das auch komisch findet. Weil... Oder es kommt auf die Bretter da drauf, weißt du? Warum macht man sonst solche Bretter hin? Hat doch auch einen bestimmten Grund, ne? Ahahaha. Ja, ja. Hat er sich schon irgendwie gedacht, da Werner. Irgendwie hat er sich das gedacht, aber er hat sich nicht getraut, da was draufzustellen. Das heißt, mit drei Paletten ist der Weißkohl komplett angesät. Natürlich heißt das im gleichen Atemzug. Mit drei Paletten ist dann auch der Rotkohl im gleichen Zug. Ah, ja gut. Ja, ja, das macht Sinn. Das macht Sinn. Okay, wo war man denn, wo kann ich denn hier was machen? So, hier. Zack, voll? Nee, du bist nicht voll. Warum bist du denn nicht voll? Weil das Förderband schon das anders genommen hat. Oh, Mann. So, warum? Warum tust du da sowas tun? Das wird jetzt erstmal hier irgendwie anders abgeladen, so. Wow, der nächste Schrott drin, weißt du? Ja, 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 ja. Oh! Lass es doch. Ich sehe nichts. Ah, hier. Ich hätte einfach weiter ranfahren müssen, ne? Dann hätte man das Problem nicht gehört. So, komplett ausgefahren haben wir. Da waren wir da. Mein Gott, hier ist jetzt aus. Kann jemand mal einen Schipper und einen Besen bringen? So, ich hoffe ja tatsächlich, dass wir das... Wir können aber jetzt schon mal das Anfangsprodukt kaufen, damit wir heute irgendwas Vernünftiges gemacht haben. Und zwar ist es der hier. Das ist der 77er. Die... Kann ich das gleich machen? Genau, ich hätte gerne das größte Rohr. Da klingt so falsch. Ach komm, soll man richtig auf die Kacke hauen jetzt? Radsetup möchte ich gerne breitreifen. Ich hätte schon gern die sportlichen. Ja, die hier. Anbauteile, extra Scheinwerferkabine, ja, möchte ich auch haben. Logo, 100 Jahre, Moddingwelt, 100 Jahre bis Moddingwelt, Monster Edition, Einhörnchen, what? Hof Bergmann, Wirtschaftshof, kein Logo. Ich hätte gern Hof Bergmann tatsächlich. So, Hof Bergmann und Moddingwelt können wir machen. Nummer 1, Edition Klaas, Caterpillar, nee, Monster, nö, Klaas. Kaufen, das ist unser neuer Drescher. Und er ist einfach geil. So, gucken wir uns das gleich mal an. Oh, hat ein bisschen geleckt gerade eben. So, wir fahren jetzt nochmal von der Sammelstelle zum Landhandel. Jupp. Jupp. Und dann lassen wir gleich mal 430.000 Euro haben wir gerade ausgegeben. Läuft bei uns. Wir haben immer noch 76.000, ne? Also... Bin ich wirklich so hingefahren, dass er das nicht gesehen hat? Wow. Wow. Ah, jetzt hat er es. Sehr schön. Ich möchte den Drescher sehen. Ich möchte den Drescher jetzt sehen. Oh.
Hallo Schätzelein. Oh, ist der geil. Alter Schwede. Da haut sie doch die Kontaktlinsen aus dem Auge raus. Boah, alter Schwede. Sogar mit Dingens hier, ne? Mit Ketten und so. Also jeder, der jetzt schreibt, der ist für große die Hofberg, Mann. Lass ihn doch erstmal testen. So, erstmal zulassen, ne? Bevor wir auf die Straße fahren. Steuerung links und Z. Wir haben hier Österreich. Wir haben hier IL für Innsbruckland. Jawohl. Und dann machen wir hier... Was machen wir denn für ein Kennzeichen? Weiß ich nicht. Ich würde mal sagen, irgendwo habe ich schon mal angefangen mit Kennzeichen. Ne? Ich weiß noch nicht mal genau, wo das war. Wir machen 001. Ne, wir haben 001 schon. Ich mache mal 002, weil 001 habe ich in irgendeinem Let's Play, habe ich das schon. 002 und dann machen wir hier BG. B und G. So. Dann haben wir das schon mal vom Tisch. War das jetzt zu schnell oder was? Jo, BG. Läuft. Innsbruckland 002 BG. Weil 001 habe ich schon in irgendeinem Projekt habe ich 001 schon vergeben gehabt. Weiß aber tatsächlich nicht mehr, was das war. Okay, jetzt kommt natürlich, das bräuchten wir, wenn wir das Größte kaufen. Kaufen aber das Größte, weißt du? Das ist das hier. 60, das geht sich gerade aus, ne? Alter, was ist denn das alles hier? Halmteiler, kurzer, lang, halm, lange Halme. Nummer 1, ja, das brauche ich. Schneidwerk für Gras. Rapsmesser, alte Schwede. Schneidwerk für Gras. Nehme ich jetzt einfach mal so. Ich weiß nicht, ob das richtig ist, aber ich nehme es einfach mal so. Halmteiler ist, glaube ich, für das ganze Weizen. Ich nehme mal mit Halmteiler, weil Halmteiler ist für das ganze Weizen, glaube ich. Kaufen. Und dann kaufen wir noch den Schneidwerksagen und dann sehen wir sowas von arm. Wir sind sowas von arm. 40. Läuft. So, wir haben noch stolze 4.785 Euronen. Wunderbar. Dann wird man gleich wieder gucken, dass wir was reinspülen in die Kasse. Mit noch ein bisschen Kompost. Aber Kompost hat uns heute echt den Arsch gerettet, ne? Das ohne Kompost hätten wir uns bei der Bank vergreifen müssen. Aber das war nicht von Nöten, sag ich jetzt einfach mal. Oh, da ist einfach ganz schön was drin in den IT-Runnern, ne? So. Ja, geil. Freut mich extrem, dass wir das heute geschafft haben. Wir werden wahrscheinlich dann am Montag anfangen mit dem Dreschen, ne? Weil spricht ja eigentlich nichts dagegen. Müll habe ich auch nicht geschafft heute, ne? Aha, der Witzka. Wir bauen das Ding aber noch zusammen. Komm, das machen wir jetzt noch ganz fix. Wie schnell fährt denn der? Alter, ist der schnell. Junge. Was hast du im Motor drin? Oh, ich freue mich schon, mit dem zu arbeiten, ne? Da freue ich mich echt schon drauf. Das ist ein Gerät, du, das hast du kein zweites Mal. Ich sag, wenn du so einen Drescher hast, ne, brauchst du nicht mehr. Was willst du denn da jetzt noch haben, großer Dick? Und vor allem, da sind wir wieder beim Thema Effizienz. Habe ich damals schon gesagt, wo ich gesagt habe, ich möchte auf größere Maschinen jetzt gehen und größere Arbeitsbreiten. Genau das ist es jetzt. Genau das ist es jetzt, weil mit den 13 Meter Arbeitsbreite, ne, 13,50 Meter, glaube ich, haben wir da, ist natürlich auch so, wenn wir Weizen machen, dass der Schwatt dann nicht mehr geschwadet werden muss, sondern dass es einfach wunderbar dann in der Reihe liegt. Mit 13 Meter Arbeitsbreite machst du nicht viele Schwaden, glaube ich. Also das ist Irrsinn. Vielleicht wäre es besser gewesen, das Geld vielleicht anders investieren. Das mag schon sein. Das möchte ich jetzt gar nicht abstreiten. Aber das war eine Sache, die ich euch schon lange, lange versprochen habe. Und deswegen bin ich froh, dass ich das heute auch geschafft habe. Und das sieht halt einfach schon geil aus. Ne? Das muss man einfach so sagen. Gibt es übrigens zum Download den Drescher, ne? In dieser... Alter, guck mal das Schild vorne an und so weiter. Das ist schon relativ knorke. Gibt es bei der Modding-Welt zum Download? Gebt mal bei Google ein Modding-Welt. Da findet ihr das Schmuckstück. Ist wirklich ein schönes Ding. Bin ja gespannt, wie sich der fährt, ne? So, ist der... Ja, der ist noch nicht weg, ne? Der hat aber auch nicht viel aufgefüllt, weil sich das Wörterband verschoben hat, glaube ich. Da kann man ihnen jetzt gar keinen Vorwurf machen. So. Sehr schön. Läuft. Okay. Ja, liebe Leute, ich bin fertig für heute tatsächlich. Ich freue mich, dass wir es geschafft haben. Ich freue mich, dass wir jetzt einen geilen Drescher haben. Und ja, bedanke mich fürs Zuschauen bei euch. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da.
Wie gesagt, zu dem Thema VIP, wer noch Fragen hat, gerne in den Kommentarbereich stellen. Und dann sehen wir uns am Montag wieder zu einer weiteren Folge hier auf der Hof Bergmann. Vielleicht weiden wir am Montag sogar einen neuen Drescher ein, muss ich mal gucken. Ich möchte natürlich noch so viele Sachen machen, Müll sammeln und Gemüse anbauen und so weiter. Aber es wird langsam. Ja, ich bedanke mich noch einmal. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Ciao, ciao.